Wolfgang Klinger, FPÖ ist nun an Bord. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, alle Zuhörer. Ich habe gestern am Abend Zeit im Bild eingeschaltet, Zeit im Bild 2, weil ich mir letztes Mal die Bewertung der Konfrontation der Spitzenpolitiker für die Wahl anhören wollte. Und da ist für die heutige Aktuelle Stunde ein ganz interessantes Thema in Zeit in Bild 2 aufgeworfen worden, nämlich, dass die Erde vor knapp 300 Millionen Jahren eine Eiskugel hätte werden können, wenn wir nicht richtig Glück gehabt hätten. Und da stellt sich als erstes die Frage, weil ja heute die Debatte lautet: Klimakrise, Totalverweigerung der Bundesregierung gefährdet die Zukunft Österreichs. Na ja, bitte, ich glaube, da muss man ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken, weil Österreich alleine wird es nicht schaffen, das Weltklima zu retten oder entsprechend zum Positiven zu verändern. Und ich glaube, das ist überall anerkannt, davon ausgehe, dass die Welt dann kühler wird, wenn wir wieder unter 240 ppm, diese sogenannten Parts per Million, kommen, dann muss ich davon ausgehen, dass das im Rahmen der Weltgeschichte durch die Änderung der Himmelsmechanik bereits mehrmals passiert ist. Und es stellt sich hier nur die Frage, was kann der Mensch tun, damit wir diese Gegebenheiten nicht beschleunigen und auch nicht abbremsen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben laut den neuesten Berechnungen noch ungefähr 1500 Jahre Zeit bis zur nächsten Zwischeneiszeit. Und hier kommt die Quintessenz. Ist der Mensch so lange in der Lage, das Klima dahingehend zu verändern, dass diese Zwischeneiszeit nicht eintreten wird? Das ist die große Frage, weil eines ist klar, zum Schluss wird es kalt werden. Und das wollen wir natürlich auch nicht, wiewohl wir natürlich hier alle davon nicht betroffen sein werden. Aber wir können sehr viel dazu beitragen, dass in dem Zeitraum, wo die Menschen hier auf diesem Erdball eine Möglichkeit zum Leben haben, auch eine entsprechend gute Möglichkeit gegeben ist. Und wo sind da die ersten Probleme? Die ersten Probleme sind in einer Steigerung der Potenziale der Menschen, nämlich auf der einen Seite, dass dort, wo hohe Sozialstandards sind, der ökologische Fußabdruck ein ganz besonders großer, negativer ist. Und dort, wo die Menschen entsprechend populieren, nicht danach getrachtet wird, dass die Ströme, die dann dorthin kommen, wo man viel Verbrauch hat, eingehalten werden und abgestellt werden. Wir haben vor 50 Jahren 3,5 Milliarden Menschen gehabt. Und jetzt haben wir an die 8 Milliarden. Und das wird die Herausforderung der Zukunft sein. Niemand wird glauben, dass wir in 100 Jahren 16 Milliarden Menschen auf dieser Erde ernähren werden können. Geschweige denn mit allen Auswirkungen in der Klimapolitik. Und jetzt ist zum Schluss die Frage, was können unsere Regierungen dazu tun, damit wir einem positiven Lebensgemeinschaftsvolumen in Zukunft entgegenkommen. Und das heißt im Klartext, wir müssen versuchen, alle vernünftigen Regierungen zu einer ökologischen Wirtschaftspolitik zu bringen. Weil heute die E-Mobilität im angesprochen wurde. Ich habe schon Gespräche geführt, was es eigentlich bedeuten würde, wenn wir jetzt die gesamte Straßenmobilität auf E-Mobilität umstellen würden. Wissen Sie, wie viel wir da Strom brauchen? Ja, das entspricht aber 2 mal Mellach. Das heißt, das sind 1600 Megawatt, die wir zusätzlich. Ja, wo kriegen Sie die denn her? Rechnen Sie diese 1600. Frau Brunner. Ich versuche, positiv zu agieren, nicht negativ. Ich bin der Meinung, dass es ohne zukünftige Zwischenenergieträger nicht gehen wird. Und wenn wir die gesamte Ökostromgeschichte dahingehend betrachten,
dass wir möglichst viel Sonnenenergie haben wollen, dann brauchen wir Transferleitungen. Ohne die wird es nicht gehen. Das ist einmal ganz klar. Und so gesehen haben wir alle Hände voll zu tun, gemeinsam diese Strategie für die Zukunft zu entwickeln. Österreich alleine wird das nicht schaffen. Das war Wolfgang Klinger von der FPÖ.